So, und jetzt weiter mit 9 Runden Live. Wir sind wieder auf Shady Ranch und ich muss gerade mal dazu sagen, dass ich gestern richtig hart gefeilt habe mit meiner Aussage. Kam irgendwie auch später erst und zwar meinte ich ja so, ja, heute machen wir irgendwie den Aminos Run. Also nächste Folge, habe ich gesagt. Und im gleichen Atemzug, beziehungsweise kurz danach habe ich gesagt, dass ich ja die Tage hier dann oh, den BP lief in der Box, nice. Dass ich ja dann am Mittwoch in München bin und deswegen schon am Dienstag aufnehmen muss. So, jetzt hatte ich natürlich noch am gestrigen Tag, wie ich es schon erwähnt habe, also heute ist die letzte Folge am Montag, jetzt heute für mich ist Dienstag, ihr seht allerdings erst am Mittwoch. Auf alle Fälle, ich habe die jetzt einen Tag später aufgenommen und musste die Folge heute schon für morgen aufnehmen. Und da ich ja gestern ja, wie ich schon erwähnt, einiges zu tun hatte, kam ich natürlich nicht dazu, das Equipment zu farmen, beziehungsweise das ganze Zeug zu farmen, das ich brauche. Und, oh, Lotpuffs, nice, danke dir. Sehr geil. Und wie gesagt, auf alle Fälle lief es ein bisschen sehr blöd und deswegen leider noch nicht, sorry. Wie gesagt, es ist, wenn du soweit bist. Klatschen Gig um. Oh, jetzt kriegen wir gleich Geld. So. Okay, was haben wir hier eigentlich? Ups. Oh. Nice. So, Fly for Fun. Falsche Reihenfolge, aber egal. Dann brauchen wir noch einen Upcut. Unsere Crit-Rate ist mal wieder minus 5. Warte mal, der Firmen-Pad. Ne, nicht das Pad. Ah, fuck, unser Sammel-Pad ist ja auf einem Charakter drüben. Mist. Fuck my life. Okay. Also Ryokan ist echt so ein epischer Lord. Muss ich jetzt echt mal wirklich sagen. Also, ich habe es schon persönlich gesagt. Also, per Chat. ich feiere das nämlich richtig hart, weil das ist cool, also dass jemand so viel Engagement hat und so viel Zeit reinsteckt und so viel Geld ausgibt und einfach noch farmt, um einfach nur für uns Events zu machen. Wow. Einfach nur wow. Gibt's nicht oft. Also sowas ist echt ziemlich selten. Und ich find's nice. Und wie gesagt, ich meine, mehr als für jedes Event bedanken kann man eigentlich sich nicht. Ist wie gesagt ziemlich geil und ja. Ich denke mal, der Lord macht auf alle Fälle, also Ryokan macht auf alle Fälle mehr Events, als er auf Shade Revenge im vergangenen Jahr war. Allein in einer Amtsperiode. Und von dem her muss ich sagen, ein richtig geiler Lord. Richtig geiler Lord. Oh, Schrianhelm. Ne, warte, ich habe einen mit 13, glaube ich, bin nicht sicher. So, wow. Mit einem anderen Charakter hier mal nebenan fliegen. Aktuell habe ich 4 Fenster offen. Ja, und wie es aktuell immer mit den Live-Surfern ausschaut, ist ein bisschen schwer zu beantworten. Ich will auf alle Fälle eigentlich 2 Surfer machen. Im Moment ist aber leider nur Lunaria Live fast down. Leider, durch die Negativität von einigen Leuten, die bei jedem kleinsten, also nicht bei jedem kleinsten Problem, aber bei dem Problem hier gleich ankommen mit Wipe, auch wenn alles gerollbackt wurde und auch wenn alles geklärt wurde und die Bugs gefixt wurden, die Leute wollen lieber Vibes als irgendwie spielen, habe ich das Gefühl. Und, ah, jetzt sind die Beats aus, fuck. Das war jetzt natürlich ein Griff ins Klo. Das war jetzt, so, was haben wir jetzt aktuell für Beats? Ja, wow. 10% HP. Okay. Shit. Okay. Das ist jetzt nicht so gut. Das war jetzt nicht gerade die beste Aktion des Tages. Definitiv nicht, ne? Ich sehe gerade, sind bloß noch 2 Level über uns, wir müssen hier mal zum nächsten gehen. Zu den Gorillas. Oh,
Aber die geben XP, du holy moly. Dat XP. Mal schauen, ich habe jetzt irgendwie dann echt mega Bock, hier über Master zu machen und so. Wenn man tatsächlich wirklich Master machen auf Shades Revenge, glaube ich, habe ich jetzt nicht. Also zumindest nicht im LP. Ich habe zwar schon 3-4 Anläufe so gehabt, aber das war erstmal der erste Anlauf mit Master. Und im Moment läuft es so ultra gut und so ultra schnell, dass es sogar sehr gut ausschaut, dass wir es wirklich hinkriegen könnten. Gut, mich regt zwar gerade ziemlich auf, dass ich aktuell kein... Was würde ich sagen? Ja, keine Beats habe. Und auch mein anderes Pad wollte ich eigentlich rüber handeln, aber... Ja, ihr wisst, wie das Ganze ist. Vergesslich wie ein Sieb. Oder ein... Wie sagt man? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ne, wie gesagt, also ich vergesse es immer mega oft dann wieder. Und das fuckt natürlich ein bisschen ab. Kann ich verstehen. Fuckt mich genauso ab. Und ich frage mich gerade, warum ich so krass viel Def habe. Wir haben 1, okay, wir haben 1,2 Def und wir haben... Gut, okay, wir haben plus 10 Rolliset. Plus 9, plus 10, so, ja, das ist natürlich klar, dass dann einiges an Def gibt. Also ist gerade ziemlich cool zum Leveln eigentlich. Boah, LS7 ist ja plus 12 Status. Ist ganz cool eigentlich. Oh Gott, ich hoffe gerade, ich habe Sound. Oh, shit. Lass mal kurz nachschauen, ob ich Sound habe. Okay, Mikron, perfekt, perfekt. Aber ist auch schon ein Gig. Würde ich gerade zu gern killen, aber ich habe gerade aktuell leider kein Equipment auf dem BP. Was ein bisschen schwer macht. Auch wenn der mich hier nicht umhauen sollte, aber trotzdem. Ja. Wir wollen es aber nicht riskieren. Und vor allem nebenbei und ohne Party und so, na. Ich weiß natürlich nicht, wie es mit Partys aussieht. Nee, ich bin gerade der Einzige. Ich habe mir gerade netterweise Platz gemacht hier in der Party. Und ja, deswegen haben wir gerade eine Party. Gut, ansonsten hätte ich einfach schnell eine gemacht, aber ist auf alle Fälle einfacher so. Und bevor ich jetzt hier irgendwie wieder die ganze Zeit mit Party machen verschwendet hätte und auch noch mit Party füllen und was weiß ich alles, ist es doch so ein bisschen besser, finde ich. So, Skull Necklace. Eine Totenkopf-Kette. Ganz interessant. Was habe ich sonst noch alles hier im Inventar? Wir können so viel Zeug wegschmeißen. So viel Müll, was drum liegt. So, was haben wir da noch? Ein Helm mit 16 STRs. Das war eigentlich relativ nice, aber... Brauchen wir nicht. So, 89% schon. Also es geht echt so geil schnell. 111, wir könnten eigentlich schon mal so ein... Warte mal, wir haben nicht mal ein... Speed Scrolls... Wir haben keine Speed Scrolls, okay. So, mal kurz auf Sport gehen. Und mal schnell schauen, dass wir hier mal zu den nächsten Monstern gehen. Das ist echt ziemlich nice, weil wir hier gerade echt viele Mobs überspringen können. Und... Das ist natürlich schon sehr geil, also... Also nicht überspringen ist in dem Sinne, aber wir können... Wir kommen schnell voran, würde ich sagen. Also, scheint zumindest so, als hätten wir gerade echt ganz gut Glück. Oder ganz gut, ja, es geht einfach gerade schnell voran und das ist ziemlich nice. Und nächstes Level Up. 109. Und ist aktuell ohne VIP-Scroll mit nur einem einzigen Ampli. Ich meine, okay, gut, wir sind in Normal Mode. Das ist natürlich schon, das ist natürlich schon was anderes. Natürlich 70er EXP, das ist natürlich schon ziemlich Mid-Ride. Oder, naja, Mid-Ride, naja, Mid-Ride. Zwischen, eine Mischung zwischen Mid-Ride und Low-Ride eigentlich. Oder, ich weiß es nicht, als 70er EXP. Ist das Mid-Ride, High-Ride? Also High-Ride bestimmt nicht, aber... Also ich empfinde es als Mid-Ride. Low-Ride ist für mich alles, wo ich langsam davon brauche. Was langsam vorangeht. Es können auch 100 XP-Rides sein, wenn ich relativ lang zum Mobs-Killen brauche oder so. Also jetzt nicht aufgrund vom Equipment, sondern aufgrund davon, dass die Mobs einfach viel Blockrate haben oder viel AP haben oder generell stärker sind als normal.
Oder zum Beispiel, weil man zum Beispiel keine LG-Waffen hat, beziehungsweise man die ersten regulär viel später kriegt, oder weil es keine raren Waffen gibt, oder weil die Mobs so weit auseinanderstehen und so weiter. Also, daran mache ich ja meistens einen Low-Rate-Surfer fest. Und gut, hier gibt es das Zweier-System, das Hardcore-System und das Normal-System. Und ja, da ist natürlich dann so, dass man, ja, wie soll man sagen, dass man im Prinzip einmal einen Low-Rate-Surfer hat und einmal einen Mid-Rate-Surfer. Auf einem halt. Ich meine, ich finde das System eigentlich relativ interessant. Wobei es halt, ja, ich meine, man muss sich halt zwei Charaktere hochziehen. Man hat halt nicht nur einen Main, sondern man hat zwei Mains. Beziehungsweise hat einen Farm-Charakter und einen Main dann. Ja. Auch nicht so geil, aber die Idee dahinter finde ich relativ cool eigentlich, und von dem her finde ich das nicht so schlecht. Also, es ist besser auf alle Fälle als das Platin-System. Das ist ganz klar besser, also keine Frage. Aber ja. Ich sehe gerade, die haben 75 KP. Dafür gehen die aber relativ schnell down eigentlich. Also, wie ich zumindest finde. Sonst bin ich schon in der Zwickmühle. Jetzt hat er gerade extra ein Lord-Event für mich angemacht. Und wenn ich jetzt schon wieder aufgehe nach hier 15 Minuten oder 14 Minuten, ist natürlich auch blöd. Also irgendwie muss ich das Event schon nutzen. 2 Folgen. Ich muss auch noch was anderes aufnehmen. Ich muss noch für morgen mit aufnehmen. Und dann muss ich auch noch rendern beides und auch noch beides uploaden. Und wir haben schon 15 Uhr nachmittags. Also schon, ja, fast 3:30. What to do? Schwierig. Ich habe noch was geplant für. Warte. Ich weiß nicht, was geplant. Für morgen? Nee, für heute. Also für euch ist es heute, glaube ich. Ja, für euch ist es heute. Und zwar einen Black Ops 2 Commentary. Ich weiß nicht, ob es wirklich rauskommt. Ich meine, ich hatte 1,5 Jahre COD-Pause. Ich bin mega Noob. War ich schon immer. Naja, gut, okay, nicht so krass, das, aber ich meine, ich konnte halt früher zumindest Quickscope-Commentaries mit 2er, 3er KDs uploaden, und das war eigentlich relativ nice. Also, ich meine, wie gesagt, es sind jetzt keine 33-3-Plays oder so, sondern also so Elotrix-Videos sind es auf alle Fälle mal nicht, wobei ich auch nicht weiß, ob der das wirklich selbst spielt, sondern irgendwie teilweise selbst von Fans kriegt oder so. Gut, man sieht den Namen, glaube ich, im Game und so. Also kann schon sein, wie gesagt, würde nichts behaupten. Also wie gesagt, solche Commentaries habe ich jetzt nicht geuploadet, leider. Ich war meistens dann immer das Sniper besser als mit irgendwas anderem, aber wie gesagt, 2er, 3er KDs mit einem Sniper, denke ich mal, sind auch ganz in Ordnung, und ja. Und vor allem ich finde Quickscopen, auch wenn es nur eine 2er KD ist, also ich meine, 2er KD ist jetzt nicht so viel, wobei es fürs Quickscopen eigentlich schon eine 2er KD ziemlich gut ist, wie ich finde. Aber trotzdem, auch wenn es eine 2KD ist, ich finde eine 2KD mit einer Sniper, wenn man nicht campt, tausendmal interessanter als jetzt irgendwie eine 4er, 5er, 6er KD mit einer, keine Ahnung, mit einer Peacekeeper oder so. Also, mir persönlich jetzt zumindest so. Gut, ich muss natürlich irgendwie auch meine Art von Videos verteidigen, in Anführungsstrichen, aber ich find's einfach geiler. Ja, jetzt bin ich wieder weg vom Thema. Ich weiß nicht, was ich zurzeit habe. Ich komme mal vom Thema ab. Das ist schlimm. Was heißt zurzeit? Ich bin eigentlich schon immer so. Hab mich früher bei ein paar Leuten dann angesprochen und so oft bei den Videos und so. Mittlerweile ist jeder gewohnt, und die letzten 2 Jahre kam gar kein Kommentar mehr darüber. Nee, aber ja, ich habe auf alle Fälle, wie gesagt, einen Black Ops 2 Commentary geplant. Ich habe lange nicht mehr gespielt, aber ich will es wieder machen. Ich will wieder ein bisschen mehr Black Ops spielen. Und ich habe gestern mal eine Runde gespielt, die erste Runde, wirklich die erste Runde, die ich gespielt habe, war dann irgendwie auch erstmal ein 11 zu 1 im Waffenspiel, eine im Lauf, wo ich früher so ultra schlecht war. Und ja, das war eigentlich relativ nice. Dann hat man auch heute eine Runde Hardcore gespielt, 1,87er KD, allerdings ohne Sniper, sondern mit einer, was war denn das? Gott, Typ, nee, nicht Typ 5, MP7 und irgendwas anderes. Ich glaube, eine Peacekeeper war noch mit dabei. Und ja, ich bin noch nicht ganz raus, scheinbar. Also,
Nicht ganz, ja. Fast ganz, aber nicht ganz, ganz. Und ja. Habe ich auf alle Fälle trotzdem Lust, hier mal wieder was zu uploaden. Und ich muss mal schauen, ob ich heute noch, also ich habe, wie gesagt, nicht allzu viel Zeit. Ich meine, es ist knapp 4:30, ich muss 4 Videos rendern für morgen. Gut, okay, eigentlich geht's echt. Und dann kann ich dir geplant uploaden, beziehungsweise halt geplant veröffentlichen. Wobei jetzt auch nicht meinen PC anlassen will, nur zum Uploaden, wenn ich gerade nach München fahre. Und den ganzen Tag nicht da bin. Ist einfach auch blöd. Über Nacht uploaden ist auch scheiße. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Früher habe ich nur meinen PC von meinen Eltern genutzt, wo ich dann irgendwie geuploadet habe. Aber das ist einfach auch nicht so der Hammer. Alter, wir kommen schon wieder zum nächsten Mobs hier. Das geht echt gut voran. Ja, aber wie gesagt, back to topic. Ich versuch's. Black Ops Commentary. Ich hab Bock drauf. Wie das Ganze laufen wird, ob ich als kompletter Noob dann irgendeinen 033er Gameplay uploaden will, weiß ich nicht. Nein, das ist so schlimm, das ist auch nicht. Aber, na, lassen wir uns überraschen. Ich weiß nicht, wie jetzt zu COD steht. Ich find's zum Aufnehmen aber ganz cool. Und von dem her, let's try it out. Und mit den Worten würde ich sagen, ein bisschen überzogen, aber macht nichts. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Live-Commentary. Live-Let's-Play, what the fuck.